Und das mit den Quicktimes muss ich noch mal üben. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Okay. Dann wollen wir. Natürlich von der anderen Seite einsteigen. Was denn auch sonst? Schon wieder schnallen wir uns nicht ab. Sag mal, was ist los hier? Die Option wird mir auch nicht mehr gegeben, ha? Durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Du schaffst das. Oh, das sind wohl Brüder. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Falscher Knopf, Alter! Noch einmal. Scheiße, was war das denn jetzt? Deswegen habe ich aufgehört zu schütteln, weil ich dachte, wir vorbei. Ja.
Ein roter Ballon. Dad, wo bist du? Jason! Was ich auf jeden Fall hier machen will, Dad! So viele Leute wie möglich unboxen. Jason! Das ist so verpixelt, kann ich da überhaupt hin? Dad! Die sehen alle gleich aus. Jason! Dad! Voll die Zwillinge hier. Manche werden noch nicht mal von mir berührt. Jason! Wenn ich jetzt da, wo ich sein sollte? Hoffentlich nicht zu früh. Oder war das, weil ich so viele umgeboxt habe? Die hängen in der Schleife fest da hinten und kommen nicht mehr vorwärts. Reihe 18, Fach Nummer 3. 18 und 3. Wer hat das System hier sortiert? Was ist denn hier? 17? 16? Hä? 17? Da ist 19. 18, okay. Und 3. Paket. VIP. Agoraphobie. Also habe ich es auch richtig gemacht. Das richtige Schließfach. Natürlich pinkeln war erstmal wieder da. Erstmal den ganzen Stress-Bibi raus. Hände waschen natürlich nicht vergessen. Hände waschen, nicht das Wasser ins Gesicht. Naja, auch eine Möglichkeit.
Mann sehe ich scheiße aus. Der ist wirklich von neben gezeichnet, der Arme. Der Inisa. Mittlerweile immer, wenn ich den Namen höre, ich muss an. Oh, ich habe was vergessen. Abspülen nicht vergessen, ne? Okay, dann setzen wir uns jetzt mal. So. Dann gucken wir mal, was drin ist. Ich finde das gut gemacht mit diesem Zittern. Eine Knarre. Origamis. Sie bereit, Mut zu zeigen, um ihren Sohn zu retten. Joyce Werkstatt und Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Dame! Dad! Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Sind wieder Jaden? Wie ist auch Jaden? Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut.
Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifverfahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden.